Hallo, hallo. Ah, super. Hey. Puh, was für ein Jahr. Das zweite Jahr mit dieser Scheiß-Pandemie. Also zum Kongress eigentlich alles wie letztes Jahr. Wieder so ein Opening aus so einer Blank Void. Wieder keine echten Leute sehen und treffen zur wichtigsten Zeit des Jahres. Aber irgendwie haben wir uns damit ja arrangiert. Und wenn ich mir so anschaue, wie wir diesen Kongress dieses Jahr produzieren und wie gut das auch letztes Jahr schon lief, dann glaube ich, das wird echt gut. Das wird kein echter Kongress, natürlich nicht. Aber das wird trotzdem krass. So unglaublich viele Leute haben in den letzten Wochen an super vielen Orten in ganz Deutschland Chaos-Studios aufgebaut und natürlich auch die virtuelle Welt gepixelt und all die anderen Sachen, die eben auch zu einem echten Kongress gehören. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr nicht im Nowhere, sondern wir sind einfach überall. Wir sind halt einfach verteilt. Wir sind quasi auch irgendwie in dieser digitalen Welt angekommen. Und auch wenn das natürlich noch immer kein echter Kongress ist, das wird trotzdem gut. Und mit einem Computer Kunst und Schönheit zu erschaffen, das ist ja auch viel, worum es bei uns so geht. Und natürlich die Utopie, zumindest für so ein paar Tage leben. Und ich glaube, das kriegen wir auch im digitalen Raum hin. Digitalisierung, das ist auch schon das Stichwort. Ich meine, das haben wir in diesem Jahr echt viel erlebt und es ist nicht nur bei uns Chaotinnen aus dem Computerclub auch versucht, sondern das haben dieses Jahr auch ganz andere probiert. Da fällt mir zum Beispiel ein, der Lieblingsrapper aus meiner Jugend und in etwa jeder Startup-Unternehmer, der dieses Jahr eine neue Business-Idee brauchte und dann irgendwas mit Corona-Apps oder so einen ähnlichen Quatsch baute. Und natürlich auch der Staat selbst. Denn der hat versucht, in den letzten Monaten von Merkels Kanzlerinnenschaft 15 Jahre Stillstand im Digitalen aufzuholen. Und ich meine, das Ergebnis, das kennt ihr, das ist ziemlich verheerend. Und diese ganzen Geschichten, die kennen die meisten von euch ja auch schon. Und falls nein, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es hinbekommen habt, ein Jahr lang die Digitalpolitik in Deutschland zu ignorieren. Das hätte ich auch mal machen sollen. Also konkret denke ich da an so Sachen wie die Luca-App oder all die Datenabflüsse, die wir bei Testzentren dieses Jahr gesehen haben, beziehungsweise deren Softwareanbietern. Und bei mindestens genauso vielen Bildungs-Apps hatten wir ja auch Datenabflüsse. Aber es kommt noch schlimmer. Wir hatten irgendwie für ein paar Wochen oder ein paar Tage, um genau zu sein, eigentlich nur die ID-Wallet, also den digitalen Ausweis. Und da haben wir dann Sicherheitsprobleme gefunden, also in dem Fall Flipke und ich. Und dann wurde der sofort wieder offline genommen, weil, keine Ahnung, es war halt einfach eine sehr schlechte Idee vom Bundeskanzlerinnenamt, einen Ausweis in den Ledger zu schieben. Und dann hatten wir noch diese richtig doofe Situation zu Ende des Jahres, dass auf einmal die Corona-Warn-App, die wir alle cool finden und die jeder von uns auch weiterhin benutzen sollte, auf einmal eine Funktion hatte, die sich niemand jemals gewünscht haben kann. Also es ging darum, dass man seinen Corona-Impfpass auf einmal online vorzeigen soll. Und das ist halt einfach eine richtige Scheißidee. Und naja, die Telekom hatte diese Idee und verdient damit jetzt halt Kohle, wenn sie online sich Ausweise validiert. Und naja, aber eigentlich ist das ja nicht unerwartet, weil wann kam jemals irgendwas Gutes von der Telekom? Aber diese Stories haben wir dieses Jahr auch echt zu Genüge gehört. Da regen wir uns immer alle total doll drüber auf und das kann ich auch voll verstehen. Das ist ja logisch. Es ist einfach nicht gut gelaufen. Deswegen will ich aber heute eigentlich nicht mehr so viel über diese Stories reden, über die wir uns alle dauernd aufregen und wie schrecklich alles in diesem Jahr war, sondern will erstmal eher so ein bisschen schauen auf die Leute, die erst ermöglicht haben, dass wir von all diesen Sachen über Monate hinweg erfahren haben und die einfach immer weiter zu diesen Themen recherchiert und darüber berichtet haben. Und ohne viele dieser Leute wäre, glaube ich, heute noch einiges deutlich schrecklicher. Und weil wir einfach nur durch deren Arbeit und durch deren Expertise überhaupt die Informationen hatten, um am Ende gesellschaftliche Debatten über diese Themen zu führen. Und da denke ich dann zum Beispiel im Fall von der Luca-App an so Leute wie Bianca Kastel oder Markus Mengs, die einfach über Monate hinweg Sicherheitsprobleme für Sicherheitsproblem für Sicherheitsproblem durch die Luca-App durchgegangen sind und darüber berichtet haben, was sie da einfach gefunden haben und wie man das vielleicht auch besser lösen könnte. Und das mit einer Professionalität und so einer Ruhe, die ich einfach unfassbar bemerkenswert finde. Und die haben das ja nicht nur so auf Twitter oder so gemacht, sondern die Bianca gerade ist irgendwie so oft dieses Jahr in Bundestagsausschüssen gewesen, da habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Und auch vor anderen Politikern hat sie echt gefühlt unzählige Male über ihre Lieblingsthemen wie Digitalisierung von Gesundheitsämtern geredet. Und ja, ich finde das einfach unglaublich krass. Honkase, wer hat dich dieses Jahr denn so richtig doll beeindruckt?
Ja, liebe Lilith, wir hätten da ja auch noch die Zerforschung, ja, so eine Gruppe von jungen Hackerinnen, wer mag da wohl Mitglied sein sozusagen, die aber aus Neugier in gesellschaftlich relevante IT-Systeme und Apps pieken. Und immer wenn die das machen, mündet das in einem großen Feuerball, was ich persönlich ganz toll mag, weil diese Dinge eben so unglaublich desaströs und unsicher betrieben werden. Aber wenn eben die Zerforscherinnen da nicht reingepiekt hätten, ja, danke an dieser Stelle für die echt tolle ehrenamtliche Arbeit, würde das eben auch kaum jemand mitbekommen. Das ist also wirklich ganz wesentlich für die Zivilgesellschaft und für die Bürgerinnen. Also ich kann nur wirklich sagen, danke, danke, danke an dieser Stelle. Und was hatten wir da teilweise für Apps und IT-Systeme? Das waren dann so Sachen wie verschiedene Testzentren, die halt wirklich unsicher diese Daten vorgehalten haben. Schul-Apps mehrere, die unsere Kinder gefährden. Die Audio-Chat-App Clubhouse oder eben auch sowas wie Gorillas und Fink, die als Lieferdienst für Lebensmittel und Supermarktwaren fungieren. Ah, danke schön, Honkhase. Und mir fällt da zum Beispiel auch noch Johannes Filter ein, der mit seinen Datenvisualisierungen zu Themen wie rechter Gewalt, Polizeischüssen oder das Projekt, in dem er kürzlich alle Verfassungsschutzberichte für alle Leute gut zugänglich und durchsuchbar gemacht hat, uns irgendwie Zugang zu Daten gegeben haben, die uns als Gesellschaft wiederum Debatten ermöglichen, die wir ansonsten einfach nicht hätten haben können. Und Honkhase, als wir vorhin drüber geredet haben, da ist dir noch der Patrick Breyer eingefallen. Wer ist denn das und was macht der denn Cooles? Patrick Breyer ist quasi unser digitaler Freiheitskämpfer, ja, und Europaabgeordneter der Piraten, der sich gegen sowas wie die verdachtlose Chatkontrolle, terroristische Inhalte online oder auch Terek und das digitale Dienstegesetz oder eben Digital Service Act für uns stark macht. Und was diese Chatkontrolle genau ist, da will ich kurz einmal drauf eingehen, exemplarisch, ist quasi die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses. Ja, ist ganz einfach. Die EU will es Chat- und Messenger-Providern vorschreiben, private Chats, Nachrichten, E-Mails, all das dann einfach mal massenhaft, anlasslos und unterschiedslos auf verdächtige Inhalte zu durchsuchen. Die Begründung dafür, naja, Klassiker, ne? Strafverfolgung von Kinderpornografie. Die zieht immer, das ist emotional, populistisch, kann man auch immer gegenwettern, weil wer sich dagegen stellt, würde das ja befürworten. Ja, also kriegen wir einfach mal die Massenüberwachung for free, wegen obvious Argumente, die, wenn man genauer reinguckt, eigentlich keinen Sinn ergeben. Aber was ist jetzt die Konsequenz daraus, dass man sowas machen will? Naja, Massenüberwachung eben durch vollautomatisierte Echtzeit-Chat-Kontrolle, damit eben die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses. Ja. Uns droht damit die totale Chat-Kontrolle auf jedem Smartphone. Und dagegen macht sich Patrick Breyer seit echt langer Zeit sehr stark. Und das wissen wir in der Community sehr, sehr, sehr zu schätzen. Danke an dieser Stelle. Oh, puh, ja, das ist natürlich wieder ein sehr belastendes Thema. Und ich meine, das waren jetzt irgendwie nur Leute aus der ersten Reihe, die wir euch hier so kurz vorgestellt haben. Und Leute, von denen wir irgendwie glaubten, dass sie okay damit sind, dass wir sie hier loben. Aber die sind natürlich nur alle Teil einer beziehungsweise unserer Bewegung. Und da draußen sind auch so, so viel mehr Menschen verteilt über all die lokalen Strukturen in Deutschland, die an super vielen coolen Themen arbeiten. Und natürlich sind gerade diese Leute, die im Kleinen in ihren Kommunen und in ihren Strukturen an diesen Themen arbeiten, unsere eigentlichen Heldinnen. Und diese einzelnen Initiativen von Leuten, die irgendwie so viel Zeit in ihre zivilgesellschaftliche Arbeit stecken und die alle dabei dieses Jahr auch echt viel erreicht haben, die beeindrucken mich echt jeden Tag aufs Neue. Und es gibt da echt so viele Beispiele. Ich könnte hier noch bis morgen weiter labern und ich wollte jetzt hier nur so ein paar nennen. Also seid mir bitte nicht böse, dass wir jetzt hier so 3-4 Beispiele vorgebracht haben. Ihr seid alle ziemlich cool. Was diese Leute aber echt alle irgendwie gemeinsam haben, habe ich den Eindruck, ist, dass deren Arbeit erst ermöglicht wird von der digitalen Basisinfrastruktur der Zivilgesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Twitter oder Mastodon, sondern damit meine ich zum Beispiel so großartige Angebote wie Frag den Staat. Denn
die haben es zum Beispiel geschafft, einen eigentlich super komplizierten Prozess, nämlich das Befreien von Informationen und Dokumenten aus Staat in Verwaltung, indem man beim Staat im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes mal nachfragt, von einem super, super, super komplexen Prozess, für den man gefühlt, als ich zumindest damit angefangen habe, so ein halbes Jurastudium braucht, zu 5 Klicks mit einem Zeitaufwand von vielleicht so 2-3 Minuten zu machen. Oder ich meine damit sowas wie netzpolitik.org, die ist irgendwie einerseits diese interessante Spalte zwischen Aktivismus und Journalismus abbilden und die aber eigentlich meiner Meinung nach vor allem das Wissensmanagement der Zivilgesellschaft machen, indem sie sich Debatten anschauen und dann journalistisch über diese Debatten berichten. Und die damit natürlich für die Nachwelt behalten, weil wenn ich irgendwie was auf Twitter schreibe, dann ist das nicht so gut nachvollziehbar in einem Jahr und dann hat man das nicht gut zusammengefasst und kann nicht darauf verweisen. Und gerade von diesem Wissensmanagement sollte sich die Verwaltung irgendwie eine Scheibe abschneiden, weil da sind wir in Deutschland noch nirgends so weit. Und auch wenn jeder Verwaltungsprozess für uns Bürgerinnen so digital wäre wie das Informationsfreiheitsgesetz, überfragt den Staat, dann hätten wir als Zivilgesellschaft in Deutschland heute echt deutlich weniger zu tun. Der Staat ist aber auch im Allgemeinen eher so ein Verhinderer von unserer digitalen Basisinfrastruktur der Zivilgesellschaft. So musste leider zu Beginn des Jahres das Projekt Kleine Anfrage den Betrieb einstellen. Das war eine Plattform, wo kleine Anfragen von Politikerinnen aus den Landesparlamenten zentral und gut durchsuchbar zugänglich gemacht wurden. Und die Leute dahinter, hinter dem Projekt haben es einfach nicht mehr geschafft, die kaputten Behörden-Websites automatisiert abzufragen und so quasi diese Daten zu befreien. Und leider hatte der Staat nicht wirklich Interesse dran, diese Daten besser über Schnittstellen zum Beispiel zugänglich zu machen, weswegen die irgendwie nach ganz vielen Jahren gesagt haben, ja, wir können das nicht mehr machen und dann das Projekt quasi eingestellt haben. Und das ist leider auch nicht der einzige Fall in diesem Jahr, wo der Staat uns als Zivilgesellschaft den Zugang zu Ressourcen, die eigentlich uns allen gehörten, eingeschränkt hat. Ich denke da zum Beispiel an Markus Dränger, den viele von euch vielleicht auch als RackNerd kennen. Der hat nämlich die Hauskoordinaten Deutschlands befreit, also die Information, wo sich eine Adresse in Deutschland als ein Punkt auf einer Karte befindet. Und der hat dafür eine Behördenwebsite automatisiert gescrapt, von der Behördenwebsite, auf der stand, dass diese Informationen amtliche, also lizenzfreie Daten waren. Und er hat die halt einfach mal abgerufen und dann in einem modernen Format zum Download angeboten. Und man würde jetzt denken, ey, das ist ein staatlicher Datensatz, den haben wir als Gesellschaft schon mit unseren Steuern bezahlt, das sollten irgendwie offene Daten sein. Tja, leider nicht. Und naja, die Bundesländer, die fanden das nicht so nice, dass er damit quasi der Gesellschaft irgendwie helfen wollte, indem er diese Daten befreit und veröffentlicht hat. Sondern diese 16 Bundesländer, beziehungsweise eigentlich die zentrale Stelle für Hauskoordinaten und Hausumringe, die in Bayern sitzt, verklagen ihn jetzt deswegen. Und ich weiß nicht, ich finde das allerletzte, dass der Staat so gegen digitale Zivilgesellschaft und Einzelne von uns vorgeht. Und ich kann von mir aus zumindest sagen, dass wir alles daran setzen werden im nächsten Jahr, dass es einerseits die Arbeit dieser Hauskoordinaten-Zentralstelle irgendwie total überflüssig wird, weil die machen nichts anderes, als dass sie diese Daten verkaufen und natürlich, dass alle sich hinter RackNerd stellen, sowohl auf einer politischen Ebene als auch mit direkter Aktion. Und ich habe mit dieser direkten Aktion auch dieses Jahr schon angefangen und auch, weil ich offene Daten irgendwie ein wichtiges Thema finde und habe deswegen die Plattform bund.dev gestartet, bei der irgendwie Leute aus der Zivilgesellschaft alle inoffiziellen Programmierschnittstellen und nicht nur die eine, die RackNerd gefunden hat, von staatlichen Institutionen dokumentieren. Also, weil der Staat hat ja irgendwie über Jahre hinweg selber keine offenen Daten mehr rausgegeben, obwohl er das irgendwie nach Regeln der EU müsste. Und so habe ich mir gedacht, ey, dann machen wir das als Zivilgesellschaft jetzt einfach und machen diese Schnittstellen für alle Leute zugänglich. Und so kann sich quasi jeder, wie RackNerd das auch gemacht hat, Daten aus staatlichen Systemen befreien, wenn er die braucht. Und der Vorteil ist, dass bisher in Deutschland noch nie jemand angezeigt wurde, weil er ein System dokumentiert hat. Also diese Kriminalisierung haben wir noch nicht mal in Deutschland hinbekommen. Und das Coole daran ist, wenn wir alle wissen, wie diese Schnittstellen funktionieren, dann können wir quasi selbst entscheiden, wie wir die Wetter- oder Verkehrsdaten von staatlichen Institutionen benutzen. Wir müssen also nicht, wenn wir Verkehrsdaten vom Staat wollen, die App des Verkehrsministeriums benutzen, die auch total doof ist, sondern können die Daten auch einfach in OpenStreetMap benutzen. Und man würde da jetzt irgendwie auch wieder denken, dass die Verwaltung das ja eigentlich cool finden würde, weil sie müssen diese Schnittstellen eigentlich eh alle dokumentieren und alle haben die Daten dann, alles super,
würde man eigentlich denken, das ist cool. Leider ist es auch in dem Fall bei Bund.dev nicht, was passiert ist, sondern mehrere Behörden kamen daraufhin auf die Idee, so Sachen zu behaupten, wie dass Katastrophenwarnungen zum Beispiel urheberrechtlich geschützt sind. Also wenn man da so eine kurze Nachricht hat, wie hier ist gleich ein Sturm, dass da irgendwie Urheberrecht dran wäre, was natürlich totaler Quatsch ist. Oder die Bundesagentur für Arbeit, die irgendwie auf die Idee kam, dass Jobbeschreibungen, also wenn ein Unternehmen bei denen sagt, hey, wir haben diesen Job zu vergeben, dass da irgendwie datenschutzrechtlich problematisch wäre, wenn jeder Zugang zu diesen maschinenlesbaren Daten hätte. Und ich finde das schon krass, wie der Staat oder die Verwaltung so mit der Zivilgesellschaft umgeht, wenn wir versuchen, deren Daten zugänglicher zu machen und denen nichts anderes einfällt, außer pöbeln oder sogar Leute anzuzeigen, was wie gehabt echt das allerletzte ist. Und im Fall von Bund.dev haben wir es dann auch erlebt, dass eine Behörde angefangen hat, also die Bundesagentur für Arbeit in dem Fall, einfach mal ihre Schnittstelle umzubauen. Also dass sie dachten, dann haben wir keinen Zugriff mehr auf die Daten, aber völlig logisch, was wir irgendwie gemacht haben, ist, wir haben einfach die Schnittstelle neu dokumentiert und wir waren in den letzten Monaten über 100 Menschen, die sich hingesetzt haben und mittlerweile an die 30 verschiedenen Dienste des Bundes dokumentiert haben. Und ich glaube, diese Art von zivilgesellschaftlicher Basisinfrastruktur, von einer gewissen Art direkter Aktion, die brauchen wir eigentlich noch mehr, damit wir einerseits als Zivilgesellschaft effektiver arbeiten können, aber auch, weil uns die Geschichte aus gerade den letzten 10 Jahren gezeigt hat, dass wir ohne so direkte Aktion irgendwie nicht so viel Cooles Neues bekommen können. Das, ja, ist ein bisschen schade, aber das kann sich ja jetzt gerade ändern, weil auch bei Open Data und Open Government habe ich gerade ein bisschen Hoffnung. So ein kleiner Lichtblick dieses Jahr ist nämlich der neue Koalitionsvertrag, der ja im Digitalbereich zu einem ganz guten Teil auf den Formulierungshilfen des CCCs basiert. Und weil ich davon echt zu wenig Ahnung habe und wir noch so ein bisschen mehr positive Energie verbreiten wollen, deswegen schalte ich jetzt einmal zu unserem Koalitionsvertragsexperten Honkhase. Ja, das fehlt noch, dass ich Koalitionsvertragsexperte bin. Früher war es mal der Experte für kritische Infrastrukturen. Jetzt ist es so, dass der Koa-Vertrag sozusagen kritisch wird und ich da mal kritisch drauf gucke. Das kann ich ja besonders gut. Genau, in dieser AG professionell angepisst bin ich nämlich auch dabei. Ja, ich habe mir das mal angeschaut, das digital relevante Geraffel in diesem Koa-Vertrag für die Zivilgesellschaft und mag euch mal ein paar Highlights aufführen. Zunächst ist da dieses Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Also invasive Zugriffe auf fremde IT-Systeme oder eben auch für die Nerdine unter uns, der Staat will Hacker hacken, ja. Das grundsätzlich da drin muss noch weg, weil ich hätte das gern so grundsätzlich nicht und nicht als Option nicht, so gar nicht. Aber es gibt immerhin eine sinnvolle Marschrichtung vor und ja, das geht in Richtung zivile, defensive Cybersicherheit. Das ist doch eigentlich das, was wir haben wollen. Das ist begrüßenswert. Ja. Dann sollen alle staatlichen Stellen verpflichtet werden, ihnen bekannte Sicherheitslücken an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu melden. Und der springende Punkt dabei ist dieses alle. Ja, also wirklich alle staatlichen Stellen werden verpflichtet. Das heißt, niemand von denen kann da irgendwie nochmal irgendwas zurückhalten oder sagen, melde ich nicht, können wir ja nutzen für unsere Bevorteilungen. Also so sieht wirklich ein gutes Schwachstellenmanagement aus. Man geht an die Ursache und sagt, alle müssen ran, dann kann man auch wirklich an den Auswirkungen profitieren. Ohne temporäres Zurückhalten für ein Ausnutzen durch Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste. Ich vermute mal, die beiden Bereiche wird es ganz schön wurmen, aber die Zivilgesellschaft freut sich jedenfalls darüber, dass ja, Gehör gefunden wurde, was wir gerne im digitalen Raum hätten und nicht, was die Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste gern wünschen. Ja, und es kommt sogar noch besser, nicht nur ein Recht auf Verschlüsselung, da erinnert sich tatsächlich die Regierung wieder dran, das hatten wir ja schon mal, kriegen wir zurück, sondern auch ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. Ja, und es gibt sogar Vorgaben für Security by Design und Security by Default werden angestrebt. Also das ist wirklich wieder so eine Ursprungsforderung, dass man an die Ursache geht und sagt, wir wollen an den Ursachen was verändern, damit die Auswirkungen sich langfristig eben auch ändern. Das wird eine Herausforderung, definitiv, aber absolut positiv und zu begrüßen. Ja.
Und wir bekommen sogar das Recht auf Interoperabilität und Portabilität sozusagen zurück. Das soll Berücksichtigung finden. Der Staat will also kompatibel werden. Yay. So, darüber hinaus wird es also auch noch eine Überwachungsgesamtrechnung geben, die erstellt werden soll. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr sinnvoll, weil man dann auch mal einen Überblick bekommt, dass immer mehr Gesetze in Befugniserweiterung für Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste gewandert sind und alles, was da temporär kam, wurde dauerhaft. Alles Dauerhafte wurde nie hinterfragt und eigentlich immer als Gesetz gegeben. Das heißt, es geht immer in diese Richtung und nicht zurück. Schlechte Entwicklung will man jetzt mal transparent damit machen. Und bis Ende 2023 wird es auch eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation der Sicherheitsgesetze und ihrer Auswirkungen auf Freiheit und Demokratie geben. Schöne Ansage, freue ich mich extrem auf die Ergebnisse. Ich bin mega gespannt. Ja, ja, Leute, es sind alle auch darüber hinaus noch Lernfortschritte bei der Regierung erkennbar. Während Distributed Ledger, aka Blockchain und Vorratsdatenspeicherung noch im frischen Koalitionsvertrag stehen, hat man schon festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung sinnlos ist und man sie loswerden will. Die sind also in einer Geschwindigkeit, die sozusagen dem Digitalen entspricht und machen Fortschritte. Also ich kann nur begrüßen, dass die sich so entwickeln. Bitte mehr davon. Das ist schön und insofern bringt auch dieser Koalitionsvertrag viel Hoffnung und Blick in die Zukunft, den wir lange Jahre aus dem CCC heraus, aus der Sicherheitsforscherinnen-Community und vielen anderen NGOs immer wieder in diese Richtung kommuniziert haben und jetzt findet es Einklang. Insofern auch sehr schön zu sehen, dass das alles nicht für die Katz war. Dankeschön, Honkhase. Und in den letzten Wochen hat uns als digitale Zivilgesellschaft auch schon die nächste ziemlich gute Nachricht erreicht. Und zwar, dass wir 10 Millionen Euro für Open Source Software in Deutschland bekommen. Und daran hat ja unter anderem Julia Reda super lange gearbeitet. Und es ist richtig cool, dass wir so einen Tech-Fund bekommen, der Open Source Projekte besser finanziert. Leider hat das Ganze auch einen ganz kleinen Haken. Und zwar steht das alles unter dem Titel Sovereign Tech Fund. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das irgendwie doof ist. Und naja, dieser digitale Souveränitätsbegriff, der ist ein bisschen schwierig, weil unter digitaler Souveränität verstehen viele Politikerinnen eher sowas wie digitalen Nationalismus vielleicht. Und zumindest ich kann mit diesem Souveränitätsbegriff echt wenig anfangen. Das ist echt das vollkommene Gegenteil von dieser Utopie, die zumindest ich mir für unsere Community vorstelle, für so eine international digital vernetzte Community eben. Und zumindest ich hänge an dieser Utopie auch noch irgendwie weiterhin. Und wir sollten uns halt, so cool es ist, dass wir jetzt dieses Geld bekommen, auch immer gut überlegen, von wem wollen wir uns gerade wie vereinnahmen lassen. Weil ja, also ich finde es nicht so cool, für digitale Souveränität stehen zu müssen oder so. Und das ist halt so ein Ding mit dieser Interaktion zwischen PolitikerInnen und der Zivilgesellschaft. Das ist irgendwie häufig von Missverständnissen geprägt, würde ich fast sagen. Und wir als Community müssen uns noch häufiger bewusst Gedanken darüber machen, wie weit wir zum Beispiel die Sprache von denen übernehmen wollen und inwieweit das nicht einfach dadurch dann zu so Missverständnissen kommt, wie in dem Fall, wo ich glaube ich häufig sehe, dass der Souveränitätsbegriff auf beiden Seiten einfach komplett anders ausgelegt wird. Und gerade auf Basis von solchen Missverständnissen und weil Leute gerade unter den PolitikerInnen so ein bisschen komisch sind, können diese Missverständnisse schnell zu verhärteten Fronten führen und man dann mal angezeigt wird, so wie Recknerd dieses Jahr. Oder auch wie ich das dieses Jahr erlebt habe, als die CDU mich irgendwie angezeigt hat. Und zwar nicht, weil ich wie Recknerd irgendwie dabei helfen wollte, öffentliche Daten zu nützen, sondern weil ich private Daten schützen wollte. Und zwar die von CDU-Mitgliedern. Und natürlich auch, weil es irgendwie krass ist, bei der CDU eine Sicherheitslücke zu finden, wenn man die politisch nicht so cool findet. Aber vor allem, um deren Daten zu schützen. Und ich hatte denen damals eine Sicherheitslücke in deren CDU Connect App gemeldet. Und das war völlig absurd, dass sie mich dafür angezeigt haben, wegen des Hacker-Paragraphen, den sie irgendwie selbst geschrieben haben und sie selber nicht verstanden haben, wann hackt eigentlich jemand was und wann hilft man als Sicherheitsforscherin. Der Paragraph muss deswegen weg, das ist völlig klar.
Aber auch diese ganze Situation mit der CDU, als ich da angezeigt wurde, das hat so im Nachhinein für mich was Positives. Denn ich habe ganz persönlich erlebt, wie unglaublich krass der Zusammenhalt in unserer Community ist. Und als die Anzeige offen öffentlich wurde, erfuhr ich irgendwie so eine unglaubliche Welle der Solidarität und Unterstützung, die ich mir so überhaupt nie hätte vorstellen können. Und das macht mir natürlich Mut, weiter irgendwie Sachen zu hacken, weiter irgendwie Daten zu befreien. Und ich hoffe, das macht auch anderen Leuten Mut, einfach Sachen zu machen. Und mit diesem gesellschaftlichen Druck, der da irgendwie aufgekommen ist, gerade mit der CDU-Geschichte und gegenüber der Staatsanwaltschaft, die konnten echt gar nicht anders, als dieses Verfahren sofort einzustellen. Und dafür will ich an der Stelle auch einfach nochmal Danke sagen. Und ich hoffe, dass RackNerd in dem Fall einfach in den nächsten Monaten mindestens diese Unterstützung erfährt, die ich auch erfahren habe. Und naja, was halt auch leider irgendwie zu dieser zivilgesellschaftlichen Arbeit gehört ist, wie ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, häufig sind das einzelne Leute, die den coolen Scheiß machen. Und das ist für diese Leute häufig krasse Selbstausbeutung. Dass da Leute sich in ihrer Freizeit hinsetzen und teilweise bis zur völligen Erschöpfung an ihren Themen arbeiten, die ihnen irgendwie super wichtig sind. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr aufeinander achten. Und dazu gehört eben auch, dass diese Arbeit oft nur von Leuten mit einer gewissen Menge an Privilegien überhaupt erledigt werden kann. Privilegien, denen wir uns, glaube ich, auch manchmal noch deutlicher bewusst werden müssen. Und Teil, zumindest meiner Meinung nach, unserer Utopie sollte auf jeden Fall sein, dass wir irgendwann auch als digitale Zivilgesellschaft und als Hackerinnen die gesamte Gesellschaft repräsentieren. Und dafür müssen wir, glaube ich, unsere eigene Arbeit zum Beispiel noch mehr Leuten ermöglichen. Das machen wir zum Beispiel, indem wir noch mehr und besser zugängliche digitale Basisinfrastruktur der Zivilgesellschaft schaffen. Das bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel mehr Fördermittel für Leute zugänglich machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, damit Software-Developer mehr Open-Source-Software bauen können, sondern damit meine ich auch all die anderen Leute, die auch in Teil der digitalen Zivilgesellschaft sind und auch sehr wichtige Arbeit machen und nicht nur Software bauen, denn das ist häufig nur ein kleiner Teil von unserer politischen Arbeit. Und natürlich müssen wir uns auch ständig unsere eigene Arbeit reflektieren, wie uns Fragen stellen, wie welche Minderheiten diskriminiere ich vielleicht gerade mit den Forderungen, die ich da aufstelle, oder arbeite ich gerade in einer NGO und vereinbare mit der Meinung meiner NGO gerade die Meinung von anderen Leuten. Und ich glaube, da müssen wir echt noch viel an uns arbeiten. Und ich meine, wer außer uns sollte das auch tun? Es gibt also viel zu tun und es gibt mehr denn je zu tun auf dem Weg zu unserer Utopie, zu einer freien, selbstbestimmten Welt. Wir als digitale Zivilgesellschaft, wir müssen einfach noch deutlich mehr Leute werden. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir da hinkommen können. Und vielleicht habe ich heute so ein paar Leute, die hier zuhören, dazu bekommen, dass sie jetzt auch so Lust haben, irgendwie Sachen zu hacken und Sachen zu bauen und Sachen zu machen. Und wenn ihr darauf jetzt Lust bekommen habt, dann habe ich jetzt eine saugute Nachricht für euch. Denn hier auf diesem Kongress, das ist eigentlich der perfekte Moment, damit anzufangen. Denn hier auf dem Kongress könnt ihr irgendwie all die Tools und Möglichkeiten der digitalen Zivilgesellschaft besser kennenlernen, als ich mir sonst irgendwie vorstellen könnte. Ihr könnt hier von der Forschung, die Honkhase ja gerade gemenschen hat, und ich bin zufällig Teil von der Forschung, könnt ihr lernen, wie man Sicherheitslücken richtig meldet und wie man im Unternehmen gut Bescheid sagt. Von einem Haufen Informationsfreiheitsprofis könnt ihr irgendwie lernen, wie man dem Staat gute Fragen stellt. Ich glaube, allein dazu gibt es irgendwie 5 Vorträge oder so. Ihr könnt lernen, wie ihr Daten analysiert und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich kaum einen besseren Ort, damit anzufangen, sich aktivistisch in der digitalen Zivilgesellschaft zu bewegen, als diesen Kongress. Und für all die Leute, die jetzt schon lange dabei sind, ich hoffe, ihr habt weiterhin Kraft, weil ich glaube, so insgesamt haben wir in 2021 echt viel bewegt. Und ich glaube, 2022 könnte ziemlich cool werden. Und ja, ich glaube, damit bleibt mir dann nur noch die üblichen Sachen zu sagen, die man zu Beginn eines Kongresses sagen sollte. Sowas wie 621, die schon länger dabei sind, die kennen die Regel noch. Ich musste sie tatsächlich selber wieder googeln, schon zu lange seit dem letzten Kongress. Also 6 Stunden schlafen, 2-mal essen, 1-mal duschen, das ist auch zu Hause eine gute Idee. Seid exzellent zueinander und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Kongress.